Live aus Köln. Der Presseclub mit Sonja Mikic. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen. Auf die kommenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich wird wohl ganz Europa schauen. Der parteilose Emmanuel Macron gegen die Chefin des Front National, Marine Le Pen. Liberal gegen Ultrarechts, Öffnung gegen Abschottung. Pro-Europa gegen Anti-Europa, Mann gegen Frau. Das Ergebnis der Vorwahl in der letzten Woche war wohl historisch. Die Mehrheit der Franzosen wählten die alten, etablierten Parteien, die jahrzehntelang die Fünfte Republik regiert hatten, ab. Die Sozialisten und die Konservativen. Dass der Modernisierer Macron in der ersten Runde auf Platz 1 landete, vermochte viele Leute hier zu freuen. Aber Achtung, Deutschland, fast 50% der Wähler votierten für Kandidaten, die dezidiert europaskeptisch, europakritisch oder sogar europafeindlich sind. Was ist los in Frankreich und wie wird sich das Land nach dem 7. Mai verändern? Das ist unser Thema heute. Senkrechtstaat oder Rechtsaußen? Wen wählt Frankreich? Und dazu heiße ich willkommen Michaela Wiegel, Frankreich-Korrespondentin der FAZ. Pascal Thibault, Korrespondent für Radio France Internationale in Berlin. Mit in der Runde Britta Sandberg, Auslandschefin des Spiegel. Und ich freue mich auf Uli Wickert, der viele Jahre als ARD-Korrespondent in Paris gelebt hat. Wir fangen mal an, um die Sendung ein bisschen zu sortieren, mit der Frage, wird Macron es schaffen? Ist jetzt eigentlich alles schon gegessen? Frau Wiegel, Sie wohnen in Paris. Sie wohnen in Paris. Sind da alle jetzt im Wahlkampffieber? Ist da sehr viel Elektrizität in der Luft? Also sehr viel Elektrizität, ja. Aber der Kontrast zu 2002 ist enorm. 2002, nur zur Erinnerung, kam Jean-Marie Le Pen, also der Vater, überraschend in die Stichwahlrunde. Und es gab sofort Demonstrationen. Alle Politiker haben sich mobilisiert. Diesmal haben nur 2 der 11 Kandidaten offen gesagt, wir wollen Marine Le Pen verhindern und wählen deshalb für Macron. Und alle anderen, einer hat sich sogar jetzt auf die Seite von Marine Le Pen geschlagen und will mit dem Versprechen, ihr Premierminister zu werden. Aber besonders auf der extremen Linken, was ganz bedenklich ist, sagen die Leute, Macron nie im Leben, weil Macron halt als großer Liberalisierer wahrgenommen wird. Und das ist schon sehr bedenklich zu sehen, wie wenig sich die Leute mobilisieren gegen die Gefahr Le Pen. Und während ich vor einer Woche noch sehr optimistisch war, bin ich inzwischen so, dass ich sage, Vorsicht. Noch ist der Abstand groß genug, aber er kann sehr schnell schrumpfen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, nichts ist mehr sicher. Ja, Herr Thibault, das stimmt. Es ist also keine Geisterdebatte, wenn ich Frau Wiegel richtig verstehe. Hat das damit vielleicht zu tun, dass Le Pen, Marine Le Pen, so selbstverständlich in der französischen Öffentlichkeit ist? Wo man früher so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, da ist der Gott sei bei uns. Marine Le Pen fast täglich, wöchentlich irgendwo in den großen Medien. Sie macht ja auch einen guten Wahlkampf. Ist das so? Das spielt sicherlich eine Rolle. Auch die Tatsache, dass sie eigentlich seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten, eine Platzgarantie hatte in den Umfragen für die Stichwahl. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und auch ihre Entteufelungsstrategie, damit die Partei salonfähiger wird, seitdem sie die Partei leitet, seit 2011, ist auch sehr gut gelungen. Und dadurch also, hat sich das Gefühl bei vielen etabliert, sie gehört dazu und sie versteht sich immer noch als eine Anti-Systemkraft, aber irgendwie auch ist sie auch, wenn sie auch das nicht gerne hören möchte, auch ein Teil des Establishment. Und das erklärt auch all diese Gründe, die Tatsache, dass jetzt keine großen Demonstrationen, keine Riesenaufregung in Frankreich zu betrachten ist, wie wir es 2002 erleben durften. Frau Sandberg, viele sagen dennoch, ne? Also Macron wird es schaffen. Das ist irgendwie so gesetzt aus vielen Umfragen, Analysen. Der Abstand sei doch sehr, sehr groß. Ist der Front wirklich diesmal K.O.? Ich wäre da sehr vorsichtig, aber mir sind sowieso im vergangenen Jahr die Gewissheiten abhanden gekommen. Insofern glaube ich aber auch, dass
vieles in der Arithmetik spricht jetzt für Macron. Es gab ja vor dem ersten Wahlgang Umfragen, die ihn dann für den zweiten bei einer Gegnerin Le Pen 65 zu 35, also sehr klar sehen würden. Jetzt gibt es andere Umfragen, da schrumpfte schon. Die letzte, die ich gesehen habe, war 59 zu 41. Das wird immer noch reichen. Trotzdem wäre ich vorsichtig, weil es mindestens zwei, drei Faktoren gibt, die gefährlich werden könnten. Das eine ist die frustrierten Fillon-Wähler, die überhaupt nicht alle, trotz der Wahlempfehlung von François Fillon, also dem Konservativen, entschieden sind, Macron zu wählen. Da können sich, glaube ich, viele so zwischen 25 und 30%, gerade aus diesem katholisch-konservativen Milieu, vorstellen, Macron zu wählen. Das zweite ist, der Links... Le Pen zu wählen. Le Pen, nicht Macron, Le Pen zu wählen, ja. Das zweite ist der linksradikale Jean-Luc Mélenchon, der keine Wahlempfehlung abgegeben hat, was mich sehr befremdet. Nicht nur mich, glaube ich, aber da sind die französischen Linken irgendwie auf einem anderen Weg. Und ich glaube, dass das noch unklar ist, wie das ausgeht. Und das Dritte ist, je mehr Enthaltungen es geben wird, desto mehr wird das für Marine Le Pen sein. Und wir haben ein Wochenende mit einem Feiertag, also wo die Leute wegfahren, wo sie vielleicht nicht dort sind, wo die Wahlbüros sind. Briefwahl hätte man vorher lange beantragen müssen. Und es gibt eine ganz klare Front und Gruppe auf der französischen Linken, auch unter französischen Intellektuellen, die sagen, sie können sich moralisch nicht dazu durchringen, Macron zu wählen. Diesen Neoliberalen, diesen Zöglinger doch des alten Systems, der ihnen zu glatt ist, zu schnöselig, auch so dieses klassenbester Image, was er irgendwie hat. Und die dann ein Vote blanc abgeben oder gar nicht zur Wahl geben werden. Und das alles kann in der Mischung gefährlich werden. Mhm. Herr Wickert, wo sind denn die Schnittmengen, bitte schön? Das ist ja schwer für uns nachzuempfinden in Deutschland, zwischen der extremen Linken, also Mélenchon, und Marine Le Pen. Man darf eins nicht vergessen, dass Mélenchon sich stark auf die ehemalige kommunistische Wählerschaft stützt. Und die liegt in den alten deindustrialisierten Gebieten. Und da wählen die Arbeiter früher kommunistisch. Jetzt wählen sie zum großen Teil Le Pen. Man sagt, so um 40% der Arbeiter wählen wohl Le Pen. Die wählen aber auch zum Teil dann Mélenchon. Und Le Pen hatte ja gehofft, dass sie bis zu 30% kommen würde im ersten Wahlgang. Das hat nicht geklappt, weil Mélenchon ihr Stimmen weggenommen hat. Also das eine ist, die sind beides sozusagen die Parteien, die den Arbeiter anziehen, den enttäuschten Arbeiter. Zum Zweiten haben beide ein stark antieuropäisches Programm, also gegen den Euro und so weiter und so fort. Und das zieht auch die gleichen Leute an. Damals, ich glaube, Sie sprachen das gerade an, 2002 kam ja Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl. Ergebnis knapp 18%. Die Republik bebte, Millionen waren auf der Straße, das erzählten Sie. Chirac bekam damals 80% der Stimmen und es kam eine republikanische Front zustande. Nun sagen Sie, diesmal wird das nicht passieren. Kann das im letzten Augenblick doch der Fall sein? Dass die Leute sich zu sehr erschrecken vor Le Pen? Oder sind diese anderen Gründe wirklich so virulent? Sie bleiben weg, sie sind enttäuscht. Was meinen Sie, Herr Thibault? Es ist möglich. Also in den letzten Tagen wurde zuerst den Wahlkampf für die Stichwahl von Macron kritisiert. Dann hat man in der Tat beklagt, dass andere Kandidaten nur wirklich mit einer starken Zurückhaltung dazu aufgerufen haben, entweder für Macron die wenigsten oder zumindest nicht für den Front National zu wählen. Mittlerweile habe ich den Eindruck, aber welche Wirkung das haben wird, dass immer mehr Stimmen sich zu Wort melden, um zu sagen, liebe Franzosen, wacht auf. Also gestern auf seinem Blog hat Alain Juppé, der Erbe von Jacques Chirac, der immer für eine starke Trennung von den Rechtsextremen plädiert hatte, er hat dazu aufgerufen, gegen andere seiner Parteikollegen, die viel mehr Magenschmerzen haben, für Macron aufzurufen, klar für ihn zu wählen. Man denkt natürlich auch viel im bürgerlichen Lager an die nächsten Wahlen, die Parlamentswahlen. Und selbst Delanoë, der frühere Bürgermeister von Paris, hat den Vergleich gewagt mit Deutschland Anfang der 30er Jahre,
hat an die, ja, Grabenkämpfe zwischen der Linken erinnert, die auch dazu geführt haben, was wir, ja, was wir alle kennen. Also inwiefern da all diese Gefahrenmeldungen Früchte tragen, ich glaube, wir sind erst in einer Woche, schlauer. Aber die Wahlenthaltung, wie schon gesagt wurde, das ist ein sehr großes Risiko für die Demokratie und wiederum, das könnte im schlimmsten Fall vom Vorteil sein für Marine Le Pen. Ich frage jetzt alle, wo wird die Wahl gewonnen? In den Städten oder auf dem Land? Sie wird in den Städten gewonnen, sicherlich. Also das, Macron ist derjenige, der die Städte, die großen Städte alle gewonnen hat. Und das bis hin zu Berlin und London, muss man sagen. Das sage ich aber ganz bewusst, weil in London leben 200.000 bis 300.000 junge Franzosen, die aus Frankreich weggegangen sind, weil sie gesagt haben, in Frankreich haben wir keine Zukunft. Die haben zu 50% Macron gewählt. Also man sieht, diejenigen, die sozusagen für die Zukunft denken, die werden in den Städten sein und werden für Macron wählen. Macron bekommt auch in den kleineren Städten, hat er auch immerhin so um die 20% bekommen, das ist gar keine Frage. Die Frage der Enthaltung, das ist ganz wichtig, gar keine Frage. Man geht davon aus, dass es etwa 30% Enthaltung gibt. Bei der ersten und beim ersten Gang waren es um die 23%, jetzt werden es 30% Enthaltung geben. Aber selbst wenn es ein bisschen mehr gibt, wenn Sie die einfach mal zählen, wie viele Stimmen hat Macron und wie viele werden von Fillon rüberkommen, werden von Mélenchon rüberkommen, werden von Hamon, das ist nicht viel, aber rüberkommen, dann wird es immer noch reichen, dass er gewinnt. Also ich wünsche mir, diesen Optimismus teilen zu können. Ein berühmter Mathematiker hat jetzt errechnet, dass es wirklich auf die Wahlbeteiligung ankommen wird. Und die Frage ist natürlich, wir haben dieses lange Wochenende und Briefwahl gibt es nicht in Frankreich. Also es gibt nur die Möglichkeit per Procuration. Also man kann jemanden bitten, die Stimme abzugeben, aber es gibt eben keine Briefwahl. Und wer wird am meisten von den langen Wochenenden profitieren? Da kann man sich vorstellen, es sind nicht unbedingt die unteren Einkommensschichten, die herausfahren. Und dieser Mathematiker hat also errechnet, wenn es, wenn die Wahlbeteiligung insgesamt sinkt, kann es durchaus einen Effekt geben, dass die Le Pen-Wähler sich sehr viel stärker mobilisieren. Aber der war bei 60% Wahlbeteiligung und, dann. Und die, also Macron muss mindestens eine Wahlbeteiligung von 65% erreichen, um sozusagen durchzukommen. Interessant ist, wie sehr Macron derzeit die Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges mobilisiert, um die Leute aufzuwecken. Er war am Freitag in Oradour-sur-Glane, ein Märtyrerdorf, das von Waffen-SS-Truppen ausgemerzt wurde. Er ist heute beim Memorial der Shoah in Paris. Und morgen geht er zum Memorial für die Deportierten. Das heißt, ganz bewusst, und daran merkt man schon auch, dass ein gewisser Alarmismus zurzeit vorherrscht, ganz bewusst versucht er, den Franzosen in Erinnerung zu rufen, es geht um unsere Zukunft, aber es geht auch darum, wie wir uns zu unserer Vergangenheit stellen. Und ich glaube, das ist schon interessant, das ist meines Erachtens der erste Wahlkampf seit langer Zeit, dass man so direkt auf die deutsche Besatzungszeit und die Verbrechen der Nazizeit hingewiesen hat. Kleine Anweis, wir reden immer vom verlängerten Wochenende. Es ist ein verlängertes Wochenende, weil der 8. Mai, genau, nämlich der Tag des Ende des Zweiten Weltkrieges in Frankreich, ein Staatsfeiertag ist, an dem der Präsident einen Kranz niederlegt beim Grab des unbekannten Soldaten. Genau. Ich glaube, unabhängig davon, also wir hoffen ja, dass er es irgendwie schafft, aber auch wenn er es schafft, ist es ja nicht unerheblich, mit wie vielen Stimmen er es schafft. Also 51% wären ein denkbar schlechtes Ergebnis für das, was er vorhat. Und dann hat man wieder so eine Situation, auch wenn sich der Brexit mit Frankreich nicht vergleichen lässt, aber letztendlich doch von zwei Lagern in einem Land. All das, was er machen möchte. Er möchte Frankreich zusammenführen, er möchte große Reformen durchführen. Dinge, die jetzt schon absehbar auch Proteste hervorrufen werden. Jeder Prozentpunkt mehr wird ihm da helfen. Das heißt, insofern verstehe ich, Sie sehen es immer sehr optimistisch und sagen immer, das republikanische Wahlverhalten
muss man jetzt vielleicht von den Linken um Mélenchon nicht erwarten, das republikanische Wahlverhalten. Trotzdem verwundert mich das sehr, auch von Seite französischer Intellektueller, dass die sich jetzt nicht einmal durchringen und über ihren Schatten springen können und sagen, das gefällt uns jetzt nicht so wirklich, aber das andere ist auch nicht lustig. Deshalb wählen wir jetzt irgendwie Macron und sorgen dafür, dass der zumindest eine Mehrheit hat, dass wir von der ausgehend dann schauen, wie wir hier Reformen und andere Dinge umsetzen können. Aber was man in Deutschland vielleicht gar nicht so wahrnimmt, der ist ja wirklich für viele da eine richtige Hassfigur. Ja. Der Soziologe Didier Ribon sagt, das ist das neoliberale Monster Macron. Also, ja, da muss man aber wissen, wie die Franzosen gestrickt sind. Die Franzosen finden ja sozusagen jemand, der das Geld repräsentiert, was ganz nicht. De Gaulle hat schon gesagt, der Feind Frankreichs ist die, sind die Bankiers. Es gibt den berühmten Spruch von Hollande, der gesagt hat, l'ennemi, c'est la finance. Das hat Sarkozy gesagt, das hat Mitterrand gesagt. Also das immer der Feind, das ist das Geld. Und das steckt dahinter. Herr Thibault, um das aufzugreifen, wie sehr schadet Emmanuel Macron, dass er ja tatsächlich unter den Sozialisten dann auch neoliberale Reformen, so sehen es ja zumindest einige, hat durchsetzen wollen? Also das schadet ihn wahrscheinlich auf zwei Fronten. Einerseits wird er von einem Teil des bürgerlichen Lagers, und das war auch das Argument von François Fillon, vom republikanischen Kandidaten vor dem ersten Wahlgang, zu sagen, Macron ist eigentlich Hollande reloaded, das ist der Ziehsohn, und er wird das Gleiche in grün oder in eine andere Farbe fortsetzen. Und natürlich im linken Lager, das haben wir angesprochen, für die Wähler von Jean-Luc Mélenchon ist in der Tat François Hollande so etwas wie wie die Verkörperung des großen Kapitals. Manche vergleichen ihn mit Figuren wie Thatcher und andere. Und diese Demonstration, die wir dieses Jahr nicht erleben auf der Straße, die finde ich zum Teil, also nicht die Demonstration, aber diese Auseinandersetzungen viel auf den sozialen Netzwerken. Also wenn jemand auf Facebook zurzeit Partei ergreift für Macron oder verteidigt die Haltung von Mélenchon, dann ist es sehr spannend, die nächsten 300 Kommentare zu lesen, wo sich die Leute wirklich häufig aus dem linken Lager sich bekriegen. Ja? Und da merkt man also wirklich, das ist keine Neuheit, dass die französische Linke gespaltet ist zwischen zwei Richtungen, die eigentlich ideologisch doch sehr anders sind. Das Problem war bis jetzt, dass die Logik unseres Systems, mit der Präsidentschaftswahl, wo man sein ganzes Lager hinter sich bringen kann, dass man immer diese zwei Lager zusammengebracht hat bei der Wahl, um am Ende manche Wähler aus diesem Lager zu enttäuschen durch die Politik, die man geführt hat. Siehe Hollande mit einem linken Wahlkampf 2012 und mit einer sozialliberalen Politik später. Und was ich noch sagen wollte zu dem Ergebnis, ich meine, egal ob 38 oder 42 für Marine Le Pen, das wird möglicherweise mit der Ausnahme der letzten österreichischen Präsidentschaftswahl, aber mit ganz anderen Kompetenzen, vielleicht das beste Ergebnis im Nachkriegseuropa für eine rechtsextreme Kandidatin sein. Ja, darauf würde ich wirklich auch in einer weiteren Runde mehr eingehen, was das für die Populisten, für die populistischen Bewegungen bedeutet. Bleiben wir noch eine Sekunde bei einer Analyse, warum Frankreich so wählt. Und es ist sehr viel von Spaltung die Rede. Also von einer großen Nord-Ost-Achse, wo die traditionellen Industrien einmal beheimatet waren. Frustrierte Arbeiterschichten oder Arbeitslosenschichten, muss man fast sagen, sind, die dann zu Le Pen neigen. Aber auch der Süden, der gut katholisch, sittenstreng, gegen Homo-Ehen und diese ganze Modernisierungsquatsch ist, auch eher sich bei Le Pen sieht, und dann die großen Städte, wie Sie sagten, und der Westen dann eher bei Macron sind. Woran liegt das denn eigentlich, dass doch 40% sich jetzt für extremistische Parteien aussprechen? Also müssen Sie mal, wenn Sie nach Frankreich fahren, dann haben Sie die großen Städte. Aber wenn Sie in die kleinen Städte kommen, dann werden Sie feststellen, die kleinen Städte sterben. Da gibt es dann kein Bistro mehr, da gibt es dann kein Metzger mehr und schließlich gibt es keinen Bäcker mehr, wo Sie dann Ihre Baguette kaufen müssen, sondern Sie müssen ein paar Kilometer fahren zum Supermarkt.
Und damit stirbt ein Teil der Identität der Franzosen. Und sie sagen, keiner kümmert sich um uns. Sarkozy hat sich nicht um sie gekümmert, Chirac auch schon nicht. Dann hat Hollande sich auch nicht um sie gekümmert. Und sie sagen, keiner kümmert sich um uns. Jetzt versuchen wir es mal bei Le Pen. Frau Wiegel, der französische Soziologe Didier Ribon, der hat einen Bestseller auch hier gelandet, Rückkehr nach Reims. Und da hat er jetzt sehr stark verkürzt gesagt, die Sozialisten und die Sozialdemokraten haben die Arbeiterklasse vergessen, verraten und so weiter. Und diese Lücke konnte Frau Le Pen mit ihren Solidaritätsangeboten dann auch reinstoßen. Stimmen Sie dem zu? Also man muss wissen, Eribon ist jetzt in Deutschland entdeckt worden, aber in Frankreich ist er irgendwie schon ein bisschen old school. Das ist ganz interessant. Also in Frankreich ist die Überlegung jetzt schon weitergegangen und dieses Phänomen, wir haben häufiger über ihn jetzt gesprochen, Jean-Luc Mélenchon, ist schon sozusagen die Antwort der Linken auf diesen in Anführungsstrichen Verrat. Das heißt, es ist eine sehr starke linkspopulistische Kraft entstanden, die quasi eben, und das hat diese Wahl gezeigt, auch einen Teil der Wählerschaft wieder abgegraben hat. Aber das macht es natürlich in unserem zusammenwachsenden Europa nicht besser, weil auch dort eine entscheidende Kraft eben die EU-Feindlichkeit ist. Und die Erklärung, es gab jetzt eine ganz wichtige Episode in dieser Zeit zwischen den beiden Wahlen, eine Fabrik in Amiens im Norden, Whirlpool, ein amerikanisches Unternehmen. Und die Arbeiter sind verzweifelt. Sie werden alle ihren Job verlieren, weil die Fabrik nach Polen verlegt wird, wo billiger die gleichen, sind in diesem Falle Wäschetrockner, hergestellt werden können. Und das ist natürlich, da sind wir im Herzen sozusagen der Europadebatte, wie sie in Frankreich geführt wird. Dass man sagt, Europa schützt uns nicht. Europa setzt uns einer Konkurrenz aus, der wir nicht standhalten können. Und Marine Le Pen hat dann sogar, indem sie Trillerpfeifen verteilt hat, ist dann dorthin gefahren und hat sich mit den Arbeitern verbrüdert. Das sind natürlich Bilder, gegen die jemand wie der Macron, der dann erklärt hat, der sehr mutig war, sehr tapfer, aber erklären komplexe Zusammenhänge wie den internationalen Kapitalismus in so einer erhitzten Situation aufzeigen, ist natürlich sehr schwer. Und deswegen glaube ich schon, dass Frau Sandberg sehr recht hat, wenn sie darauf hinweist, es kommt schon darauf an, wie das Ergebnis ist, weil wir sprechen jetzt von den Präsidentenwahlen, aber gleich danach kommen die Parlamentswahlen und dort wird es natürlich darauf ankommen, welche Mehrheiten bekommt dann der neue Präsident und wenn es sozusagen ein klares Ergebnis ist, dann entsteht dadurch auch eine Dynamik, die ihm helfen kann, während wenn es so gerade mal mit Ach und Krach er es schafft, dann hat er natürlich sofort auch eine Front der Gegner gegen sich und wird es viel schwerer haben, eine Mehrheit zu bekommen. Also wir haben ja festgestellt, dass das Land Veränderung will. Veränderung, Reformen, raus aus der Morosität, aus dieser so gedämpften, geduckten Stimmung und wieder vielleicht hin, dass man nicht mehr immer nur über Krisen redet. Alle Projektionen jetzt auf Macron, er muss mindestens über Wasser gehen können. Er ist der Hoffnungsträger. Ja? Wofür stünde er denn? Ich glaube, erstmal steht er als Figur, als politische Figur für einen Neuanfang, weil er halt, obwohl er natürlich Zögling dieses Systems ist, auf diesem Pariser Elite-Gymnasium war, auf der ENA war, Berater im Élysée, Wirtschaftsminister unter Hollande. Und Investmentbanker. Hat er sich doch, das muss man sich ja auch noch mal rückblickend klar machen, im April 2016 hat er seine Bewegung gegründet, En Marche, mit der er sich ja quasi schon mal in einem ersten Schritt emanzipiert hat von der Sozialistischen Partei. Dann hat er im August, glaube ich, seinen Rücktritt als Minister eingereicht. Da waren viele Variablen des jetzigen Wahlkampfes noch überhaupt nicht klar. Es war nicht klar, dass Hollande nicht noch mal kandidieren würde. Es war überhaupt nicht absehbar, dass der konservative François Fillon diese Scheinbeschäftigungsaffäre mit seiner Frau, die dem Staat 813.000 Euro gekostet hat, irgendwie, das war alles nicht absehbar für ihn. Ich glaube, die große Qualität von Macron ist erstmal, er hat sehr früh erkannt, dass dieses politische System, so wie es jetzt ist, an einem Ende angekommen ist. Dass die Leute was anderes wollen. Und das hat er dann wiederum sehr effizient mit seiner Bewegung umgesetzt, die ja jetzt über 200.000 Mitglieder hat. Also das ist an sich schon mal eine Leistung. Und ich finde, was würde er tun?
Ja, er würde, gut, er hat ja vieles gesagt. Er würde vor allen Dingen Arbeitsmarktreformen als erste große Reform angehen. Und die würde er auch, das finden viele nicht so nett, über Ordonnance, also Dekrete, damit es schneller geht, schon noch im Sommer irgendwie in dem ersten Schritt anordnen. Womit müssen die Franzosen dann rechnen? Dann müssen sie damit rechnen, dass es für viele Sachen ungemütlicher wird, mit veränderten Kündigungsschutz. Er wird wahrscheinlich an die 35-Stunden-Woche rangehen. Ja, aber das macht er ganz geschickt. Also der Kündigungsschutz, ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren wird, weil da gibt es dann die großen Demonstrationen wieder. Aber was sehr geschickt ist, dass er sagt, die 35-Stunden-Woche, die will ich gar nicht ansprechen, sondern es sollen jetzt die Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern. Die sollen jetzt im Unternehmen sich einigen, wie lange arbeiten. Und das gibt es schon, das gibt es als Beispiel schon. Das hat nämlich die Smart-Fabrik im Osten Frankreichs gemacht, wo 90% der Mitarbeiter dafür gestimmt haben, die Gewerkschaft entsetzt ist, weil sie plötzlich die Gewalt über die Arbeiter verliert. Also das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, die Gewerkschaften ein wenig sozusagen aus den Betrieben rauszunehmen. Wir haben das mitbekommen, die CGT hat ja diese ganzen Streiks im letzten Jahr deswegen gemacht, wegen eben der Arbeitslosigkeit. Ich glaube, dass das eines der Grundprobleme ist. Das hat ja auch ein Badinter, ein ehemaliger Sozialdemokrat, sozialistischer, aber man kann glaube ich sagen sozialdemokratischer Minister, der hat ein Reformpaket geschrieben, weil er gesagt hat, dass das größte Problem Frankreichs ist das Arbeitsrecht. Oder bei der Arbeitslosenversicherung zum Beispiel schlägt er vor, dass sie zukünftig auch, dass man auch entschädigt wird, auch wenn man zurücktritt von seinem Unternehmen oder für die Selbstständigen. Das ist also eine neue Reform zugunsten vieler Leute, aber gleichzeitig bei der Arbeitssuche soll man wie in Deutschland also bestraft werden, wenn man nach zwei Angebote diese beiden abgelehnt hat. Das heißt, es ist auch relativ geschickt, wenn man nicht nur ein Programm vorschlägt, das als eine allgemeine Bestrafung sozusagen wahrgenommen wird. Und ich glaube, bei Fillon war, glaube ich, die Revolte in Frankreich wahrscheinlich vorprogrammiert bei der Strenge seines Sparprogramms. Und ich glaube, man kann vielleicht die Sachen etwas pragmatischer, geschickter angehen. Will nicht heißen, dass keine meckern werden, aber ich glaube in der Tat, dass er oder die Tatsache, dass man die heilige Kuh 35-Stunden-Woche formell nicht anpackt oder anfasst oder angreift, ist wahrscheinlich auch geschickter als diese so eine heilige Kuh und andere gleich schlachten zu wollen. Ich würde gerne unseren Wissensstand ein bisschen vervollständigen. Was setzt Marine Le Pen dem entgegen? Welche Idee hat sie wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Schwäche? Marine Le Pen sagt 100% Protektionismus. Ich führe wieder die Rente mit 60 ein. Ich erhöhe den Mindestlohn. Sie sagt natürlich mit keinem Ton, wie sie all das finanzieren wird. Aber sie setzt also auf komplette Staatsverschuldung, um sozusagen alles, was wir uns mühsam in anderen europäischen Ländern erarbeitet haben, nochmals sogar zurückzudrehen hin zu einem größeren Staatsinterventionismus. Deswegen gibt es ja auch große Einigkeit unter allen Leuten, die sozusagen sich die wirtschaftlichen Daten anschauen, dass das Wirtschaftsprogramm von Marine Le Pen innerhalb von 6 Monaten spätestens zum kompletten Staatsruin Frankreichs führen würde. Interessant ist, dass sie jetzt plötzlich gesagt hat, der Euro-Ausstieg ist keine Vorbedingung mehr. Das ist sozusagen die letzte Errungenschaft, die sie mit ihrem Premierminister, den sie sich da jetzt gesucht hat, etwas der ja eigentlich Leute abschrecken muss. Ja, genau, auf sonderbare Weise. Aber interessant ist eigentlich, was bedeutet das alles für Deutschland? Können wir da ja, später natürlich hinkommen? Ich möchte noch einen Augenblick hier bleiben. Also Sie sagen, die Proteste werden dann losgehen, wenn die radikalen Zumutungen und so weiter kommen. Dazu wäre es ja nicht schlecht, wenn Herr Macron
eine gestaltete und gestaltende Partei hinter sich hätte. Was glauben Sie jetzt, falls er es schafft? Wir gehen mal davon aus, vorsichtig und mit ein bisschen Skepsis, gehen davon aus, dass er es schafft. Wie wird denn die Parteibildung passieren können? Muss er nach Koalition suchen? Denn die Parlamentswahlen, die stehen ja unmittelbar bevor. Und ein starker Präsident ohne Rückhalt kann zwar per Dekret regieren, das ist richtig, aber er kann nicht allzu viel anrichten. Also wie geht dann der Schritt weiter in die politische Konsolidierung? Also wenn man mal auf das schaut, was er jetzt gesagt hat zu diesem Thema, dann hat er ja erstens gesagt, dass er von einer absoluten Mehrheit ausgeht. Gut, auch bei den. Wobei Sie sagten, 51% reicht nicht. Nein, also dass er dann auch bei den nach dem Parlamentswahlen. Parlamentswahlen, das ist was ganz anderes. Genau. Das funktioniert. Und er stellt jetzt diese 577 Kandidaten auf aus seiner Bewegung. Er sagt aber auch, er nimmt solche, die quasi zwischen dem zweiten Wahlgang und vor den Parlamentswahlen zu ihm kommen, sich aber dann aber auch auf dem Ticket seiner Bewegung für ihn engagieren wollen. Und er möchte nicht im Nachhinein Leute dann aus der PS oder ich glaube, also, das wird er zurückdrehen müssen. Gibt es genug Profis? Das ist ganz interessant, was er vorgibt. Na, er will ja eben Nicht-Profis auch reinnehmen. Ja. Er sagt, mindestens 30% soll keine Profis sein. Aus der Zivilgesellschaft. Aber das Parlamentswahlsystem ist so unglaublich kompliziert, dass man nichts vorhersagen kann. Denn es gibt ja schon Koalitionsabsprachen. Mhm. Er hat ja mit dem bürgerlich-liberalen BRU schon eine Abmachung gemacht. Dem wird er also sagen, du bekommst so und so viel Wahlkreise, wo ich niemanden aufstecke. Diese Koalitionsbildung gibt es aber in anderen Bereichen auch schon. Also jetzt hat zum Beispiel Marine Le Pen da ihrem neuen Partner gesagt, du kriegst auch ein paar Wahlkreise, wo ich niemanden aufstelle. Bei den Les Républicains, also die Partei, die Fillon getragen hat, da gibt es welche, die haben zum Beispiel der UDI, eine liberalen Partei, schon 60 Wahlkreise zugesprochen. Jetzt fangen sie aber an zu sagen, vielleicht sollten wir denen doch die Wahlkreise nicht lassen, weil die werden nachher für Macron stehen. Es ist ein totales Chaos. Und ich glaube, eine der Probleme, die wir haben, dass es keinen Front Républicain gibt, ist, weil alle jetzt weiter gucken schon. Ich meine, das ist so abenteuerlich. Barouin, ein 40-jähriger starker Politiker aus der Partei von Fillon und Sarkozy, der sagt, wir werden die absolute Mehrheit bekommen und ich stehe bereit, Premierminister zu werden. Das heißt, Villepin, der ehemalige Premierminister, ehemaliger Außenminister, hat sich schon bereit erklärt, also mit Macron zu arbeiten, weil er auch Außenminister werden will. Also es klingt nach sehr viel Geschacher jetzt schon hinter den. Die große Schwierigkeit für ihn wird ja sein, wenn er eine Bewegung der Erneuerung, etwas Neues, etwas eine verändernde Kraft sein möchte, dann braucht er auf der einen Seite erfahrene Politiker. Aber er darf auf der anderen Seite darf er natürlich auch gar nicht zu viel des alten Systems, Vertreter des alten Systems an entscheidende Posten setzen, weil sonst ist die ganze Bewegung und der Elan und letztendlich auch ein Stück Glaubwürdigkeit dahin. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein ständiges Abwiegen, wobei er sicher schon Personalpläne hat, die er aber noch nicht kundtut natürlich. Mhm. Aber in diesem Punkt kann man, glaube ich, optimistischer sein, denn es stimmt schon, dass das Wahlrecht noch mal anders ist. Im Gegensatz zu den Präsidentschaftswahlen es gibt wieder zwei Wahlgänge, was natürlich auch interessant ist. Und es qualifizieren sich nur diejenigen, die mindestens 12,5% der eingeschriebenen Wähler bekommen. Das heißt, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, wird die Hürde umso höher, sich für den zweiten Wahlgang zu qualifizieren. Und ich glaube schon, wenn Macron es jetzt schafft, genügend Wähler zu mobilisieren bei den Präsidentschaftswahlen, dass er eine echte Chance hat mit seiner Demarche. Denn wir haben ja gesehen, wie schwach die etablierten Parteien geworden sind. Und dass jetzt die Franzosen plötzlich komplett umdenken und sagen, ach ja, hip, hip, hurra, wir finden die etablierten Parteien ganz toll. Bei all dem Affentheater, das man jetzt zurzeit gerade erlebt, kann ich mir eigentlich wenig vorstellen. Also ich glaube schon, da kann man den Franzosen vertrauen, dass sie relativ logisch denken und sich sagen, wir haben jetzt einen Präsidenten, der die etablierten
etablierten Parteien ins Abseits gestellt hat. Und jetzt wollen wir, er hat übrigens sehr hübsch dem François Baroin geantwortet. Er sagte, sie wollten unter Nicolas Sarkozy Premierminister werden, als Nicolas Sarkozy sich für die Vorwahl beworben hat. Sie wollten für François Fillon Premierminister werden. Und jetzt wollen sie bei mir Premierminister werden. Ich glaube, ihre Personalie ist mehr von persönlichem Interesse geleitet als für das Wohlergehen Frankreichs. Und ich glaube, damit war alles gesagt. Aber eine Sache, stopp, weil die Sendung, die tickt dem Ende entgegen. Oh. Ich möchte doch noch mal einen deutschen Blick darauf werfen. Und ich erinnere mich, also unmittelbar dann nach dem Verkünden der Wahlergebnisse, waren hier sehr viele Politiker sehr erfreut, haben die Glückwünsche dann auch rübergeschickt. Hat denn Herr Thibault, hat denn Deutschland nur Gutes von einem Präsidenten Macron zu erwarten? Also kurzfristig, wir haben es gesagt, das Aufatmen war riesengroß. In einer Umfrage, die Ende der Woche veröffentlicht wurde, konnte man lesen, dass 77% der Deutschen für Macron gewählt hätten und 8% für Marine Le Pen. Also da ist Stimmung im Lande doch sehr eindeutig. Aber es wird nicht unbedingt bequemer sein. Zwar hat er auch wiederum da eine relativ geschickte Strategie. Er sagt, bevor wir Forderungen an Deutschland stellen, müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben stellen und das heißt auch die europäischen Verpflichtungen einhalten. Das heißt, wir müssen an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, indem wir zeigen, dass wir das, was wir versprochen halten, angefangen mit dem Haushaltsdefizit, respektieren. Aber gleichzeitig hat er schon an der Humboldt-Uni im Januar und sonst wo auch schon gewisse entweder Kritiken oder Forderungen oder jemanden, wie man es vorstellt, an Deutschland gestellt. Er hat das Außenhandelsüberschuss Deutschland kritisiert. Also. Er hat auch und was die Europapolitik angeht, hat er plädiert für eine Reform zugunsten, also innerhalb der Eurozone mit einem eigenen Parlament, mit einem Finanz- und dem Wirtschaftsminister und mit einer stärkeren Solidarität, mit mehr Investitionen aus Deutschland. Also es gibt Aspekte da, wo möglicherweise im Finanzministerium schon die Alarmglocken vielleicht schrillen, selbst wenn Wolfgang Schäuble sich eher für Macron ausgesprochen hat. Also das heißt, aber es könnte sein natürlich, dass, und das wird vielleicht besser sein für Deutschland, das isolierter ist in Europa als früher, dass mehr Initiativen aus Frankreich kommen, als es in der Vergangenheit war. Und da muss man schauen natürlich, ob man einen Kompromiss wie in den letzten Jahrzehnten findet zwischen Deutschland und Frankreich, damit dieser Kompromiss sich europaweit oder innerhalb der Eurozone, je nachdem, durchsetzt. Ist Deutschland überhaupt auf den jetzt noch theoretischen Fall einer Präsidentin Le Pen vorbereitet? Ich glaube nicht. Da wäre das Entsetzen auch wahnsinnig groß. Aber ich gehe davon aus, dass es eh nicht wird. Gut, vielleicht noch, weil Sie es vorhin auch angesprochen haben. Wenn Marine Le Pen es diesmal nicht schafft, schauen ja viele dann auf 2022. Also wenn sie jetzt ein starkes zweites Ergebnis, sozusagen zweiter Sieger ist, 2022, wenn Macron es nicht schafft, bis dahin Frankreich neu zu strukturieren und fühlbar zu reformieren, heißt das, dass das Gespenst der rechten populistischen Bewegungen fröhlich weitergeht? Also es gibt zwei Dinge, die wir uns im Kopf behalten sollten. Das eine ist, Gott sei Dank geht die Wirtschaft in Europa voran und auch in Frankreich. Und das ist, glaube ich, eines der ganz wichtigen Momente, das können Sie besser beurteilen, noch weil Sie da leben. Es muss den Leuten wirtschaftlich besser gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu muss er eben diese Reformen machen können, aber es muss sozusagen auch in der europäischen oder in der Weltwirtschaft etwas passieren, was Gott sei Dank im Augenblick der Fall zu sein scheint. Das Zweite ist aber auch, und das ist ganz wichtig, er will ja auch, dass, ich würde mal sagen, die Staatsinstitutionen verändern. Er will ganz viele Abgeordneten sozusagen reduzieren. Das ist deswegen wichtig, weil die Franzosen haben etwa 30% mehr Funktionäre als Deutschland auf 1.000 berechnet. Das sind so viele Kosten. Da kann er auch sehr viel verändern, dass er einfach den Leuten mehr Atem gibt.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht nur um die Wirtschaft geht. Gut, die Arbeitslosenzahlen waren derzeit sehr, sehr schlecht. Also die Arbeitslosigkeit ist noch mal wieder angestiegen. Also leider gibt es da noch keine positive Tendenz. Aber Sie haben es sehr schön geschildert, diese Kleinstädte und Dörfer, die quasi sterben, wo sich staatliche Infrastruktur zurückgezogen hat, weil gespart werden musste. Und eben, wo dann so alles, was l'art de vivre, die französische Lebensart ausmachte, sich auch irgendwie verloren gegangen ist. Und diese identitäre Frage, ich glaube, das wird in den nächsten 5 Jahren ein ganz wichtiger Aspekt sein, weil das natürlich genau der größte Motor ist, der die Leute in die Arme der Populisten treibt, dass man sozusagen da auch Antworten findet. Und ich glaube, für Deutschland bedeutet das mit einem Präsidenten Macron, dass wir da nicht mehr sagen können, naja, Frankreich, wir können irgendwie, ist ja irgendwie unverbesserlich, halten nie irgendwie die Maastricht-Regeln ein und so weiter, sondern wir müssen dann auch wirklich sagen, wie können wir konstruktiv vorangehen und wie können wir gemeinsame Initiativen zum Erfolg bringen. Ich glaube auch, wenn wir jetzt, und Herr Wickert glaubt ja fest daran, so knapp an dieser Katastrophe vorbeischrammen. Ja, genau, wir hier am Tisch haben. Ja. Ja. Wenn wir da so knapp vorbeischrammen an dieser Katastrophe, auch nach dem vergangenen Jahr, wie wir es erlebt haben, dann können wir nicht sagen, super, dass Macron jetzt Präsident ist, aber wir machen das alles genauso weiter wie zuvor. Ich glaube, dann ist wirklich ein Moment, wo man auch für Europa sich für einen Neueinstieg, einen Neuanfang, irgendetwas vornehmen muss. Und natürlich ist da das deutsch-französische Paar ganz im Zentrum. Und das betont er ja auch immer wieder. Und viele Sachen, von denen, die er vorschlägt, lassen sich wahrscheinlich relativ leicht umsetzen. Mehr Zusammenarbeit oder gemeinsames Budget in der Verteidigung. Und bei manchen Sachen wird sich Herr Schäuble vielleicht schwer tun. Aber auch da wäre es wahrscheinlich strategisch geschickt, dem französischen Präsidenten das Leben ein bisschen leichter zu machen. Gut, wir sind leider am Ende der Sendung und wie immer hätte ich gerne eine Viertelstunde mehr, um mehr diskutieren zu können. Bleiben Sie bei uns, wenn Sie Fragen haben an unsere Gäste bei Phoenix und im Radio auf WDR 5 sind wir noch für Sie da. Im Ersten geht es weiter mit dem Europa-Magazin und da geht es auch um den Brexit, also was unsere englischen, britischen Nachbarn mit ihren Ausstiegsszenarien machen und vor allen Dingen, was die machen, die dagegen sind. So, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und vielleicht gleich bei Phoenix oder WDR 5. Da sehen wir uns wieder. Tschüss. Hallo, da sind Sie und wir sind bereit für Ihre Fragen. Unser Thema ist Senkrechtstarter oder Rechtsaußen. Wen wählt Frankreich? Und ich fange an mit Herrn Graf aus Köln. Bitte, Herr Graf, stellen Sie Ihre Frage. Ja, guten Tag in die Runde. Was mir bei der ganzen Diskussion auffällt, ist die Unfähigkeit der politischen Entscheidungsträger, ihre Politik hüben wie drüben zu verkaufen. Und zwar ist es doch so, dass die Probleme zwar kompliziert sind, aber man kann doch nicht einfach über die Tagesordnung hinweggehen und sagen, es sind entweder die Rechten oder die Linken oder es die Globalisierung ist schuld, sondern man muss die Dinge auseinandernehmen und erklären können. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht passiert ist. Ich darf daran erinnern, dass in Deutschland die politischen Parteien an der Willensbildung arbeiten sollen. Mhm. Und das heißt ja aufklären, Politik verkaufen. Herr Graf, ich stelle jetzt Ihre Frage mal an die Runde. Schafft es Herr Macron, schafft es Frau Le Pen, da mehr Aufklärung über die Situation in Frankreich zu leisten? Frau Wiegel. Ja, also ich war positiv überrascht, als er mit den Arbeitern, die von Entlassung bedroht sind, diskutiert hat. Da hat er wirklich ganz tolle Aufklärungsarbeit geleistet. Solche Debatten müssten eigentlich direkt übertragen werden, damit alle Bürger die hören können, wo man dann eben erklärt, was Globalisierung bedeutet und warum Nationalisierung von Wäschetrocknerwerken nicht die Lösung sein können und Zollschranken auch nicht. Und man kann also nur hoffen, in Frankreich gibt es diese TV-Debatte vor dem zweiten Wahlgang. Die sehr stark eingeschaltet werden. Genau, mit ganz hohen Einschaltquoten. Man kann also nur hoffen, dass diese Gelegenheit genutzt wird, um nochmal diesen Auftrag der politischen Willensbildung zu erfüllen. Der nächste
Gast kommt aus Hamburg. Herr Benzler, bitte. Moin, moin. Ja, stellen Sie Ihre Frage. Also, ich soll mich kurz halten. Die Frage ist, warum sollen all die Wähler, die nicht von Leuten wie Herrn Rothschild, Herrn Attali oder auch Herrn Thibault profitieren, warum sollen die Macron wählen, wenn es doch nichts anderes als Hollande potenziert ist? Das hat er am Freitag in France 2, hat das ja Nicolas Dupont-Aignan schön gesagt. Hollande, c'est Macron, c'est Hollande potence 10 hoch 10. Also warum sollen die alle Macron wählen? Herr Thibault, helfen Sie. Ja, also ich spüre in der Frage eine eher linke Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Also das erinnert mich, was Sie sagen, also an manche Aussagen, die man bei Mélenchon-Anhänger hört, nach dem Motto, Macron steht entweder für den abgelehnten Kurs vor Hollande oder für einen Ultraliberalismus, mit dem wir nichts zu tun haben. Das ist nicht mehr unser Spiel. Wir mischen nicht mehr ein. Das sollen Sie allein regeln. Und wir bleiben am 7. Mai zu Hause. Oder wir werden ein weißes Zettel in die Urne reinschmeißen, was auch wie eine Wahlenthaltung zugunsten von Marine Le Pen plädieren würde. Ich glaube, um das zu konterkarieren, muss natürlich der neu gewählte Präsident, wenn Macron es schafft, ganz schnell beweisen, dass er doch was anderes vorhat, dass er liefert, dass er auch diese guten Ergebnisse des linken Lagers auch verstanden hat. Und er muss auch dafür sorgen, nicht nur, dass die Wirtschaft sich verbessert, aber dass man diese Gefahr des Front National, die seit drei Jahrzehnten immer wächst mit gewissen Rückschlägen, dass man das endlich bremsen bzw. zurück oder abbauen kann. Und das ist, glaube ich, die große Aufforderung der nächsten 5 Jahre. In Essen ist Frank Sanner und er hat eine Frage. Bitte, Herr Sanner. Genau. Ich gehöre zu den 70% der Deutschen, die auch Herrn Macron wählen würden, wenn sie es könnten. Meine Sorge ist, er muss ja jetzt Reformen umsetzen, die vergleichbar sind mit der Agenda 2010. Und wir alle wissen, wie lange das gedauert hat und dass es auch dabei viele Verlierer gegeben hat. Schiebt es im Grunde nicht eigentlich den Erfolg von Marine Le Pen einfach nur auf? Das heißt, weil ihm entweder die Zeit fehlt, die nötigen Reformen umzusetzen, oder weil er vielleicht an den Umständen scheitert, wie das bei Herrn Obama der Fall gewesen ist. Also kommt vielleicht dann bei der nächsten Wahl der Front National. Ich glaube, er hat ja gesehen als Wirtschaftsminister, also erstens würde ich sagen, dass die Reformen weniger radikal sind als die Agenda 2010, die er vorhat. Trotzdem sind es für Frankreich umfangreiche Reformen. Er hat aber gesehen in der Regierung Hollande, was passiert, wenn man eben zu lange an einzelnen Gesetzesvorhaben arbeitet. Ich glaube, zu dem Loi Macron, das Reformgesetz, was er verabschiedet hat, gab es irgendwie 2800 Änderungsanträge oder so etwas. Das heißt, ich glaube, er hat daraus gelernt, also so kündigt er das ja an, er wird diese Arbeitsreform und alle unangenehmen Sachen, die damit verbunden sind, so schnell wie möglich umsetzen. Und dann eben per Ordonnance. Das ist genau. Also per Dekret. Nein, Dekret ist was anderes. Ordonnance hängt nämlich mit dem Parlament und einer Parlamentsgenehmigung noch zusammen, weil Dekret ist nur der Präsident. Also das ist etwas ganz Kompliziertes. Aber in einem beschleunigten Verfahren, genau, wo es eben nicht im Parlament abgestimmt wird. Ne? Und wenn er das relativ schnell über die Bühne bekommt und dann, es braucht ja immer eine Zeit, bis das dann auch erstmal erste Effekte zeigt. Also, aber er hat 5 Jahre Zeit. Ja. Und man muss ihn nicht hier am Tisch diskutieren, sonst kriegen wir die Fragen nicht unter. Entschuldigung. Dann könnte das gelingen. Aber sicher muss er diese Reformen ganz schnell machen, damit dann die Erfolge sich auch rechtzeitig einstellen können. Okay. In Gaggenau ist Klaus Weber. Herr Weber? Hallo. Ja, hallo. Guten Tag zu der spannenden Runde. Schön, Herr Wickert wieder zu sehen, aber meine Frage geht an Herrn Pascal Thibault. Weil Marine Le Pen die Wahl für sich entscheiden sollte, ist das System des Check and Balances in Frankreich ebenso gefestigt wie in den USA, die den Präsidenten Trump oft schon in seinen verfassungsbestimmten Grenzen zurückgewiesen hat. Dankeschön. Ich glaube, dass die
dass das System, das amerikanische System, was Sie gerade angesprochen haben, ist nicht unbedingt so ausgetüftelt und so gesichert in Frankreich, dadurch, dass der französische Präsident wesentlich mehr Kompetenzen und Möglichkeiten hat als der amerikanische Präsident allein und dass die Kontrollmechanismen doch geringer sind und dass die Pleiten auch wegen des Parlaments, die Herrn Trump eingefahren ist, die sind, also diese Gefahr, wenn man sie so bezeichnen will, ist vielleicht nicht so groß in Frankreich. Aber also es gibt mehr Kompetenzen für den Präsidenten oder für die Präsidentin. Also allein Entscheidungen sind möglich, wie zum Beispiel die Auflösung des Parlaments. Gut, die Legislatur geht eh zu Ende. Aber der Präsident kann zum Beispiel sehr viele Richter, hohe Beamten etc. selbstständig ernennen. Und das ist natürlich, ohne dass jemand noch ihm ins Wort fällt. Und das ist natürlich eine Gefahr, je nachdem, wen man da sich aussucht. Der Präsident oder die Präsidentin. Und dann gibt es eine andere, wir waren bei Check and Balances, gibt natürlich, das haben wir kurz angeschnitten, die Parlamentswahlen. Heute hat der Front National zwei Abgeordnete. Wie viel wird die Partei im Juni bekommen? Eine absolute Mehrheit scheint absolut, absolut illusorisch. Also wie könnte Marine Le Pen dauerhaft, entweder nur per Ordonnance, aber das hat doch gewisse zeitliche Grenzen, oder mit welcher, wie viele bürgerliche Abgeordnete müsste sie für sich gewinnen, um überhaupt ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Danke. In Bochum möchte Peter Groß eine Frage stellen. Herr Groß. Ja, schönen guten Tag zusammen. Aus Sicht der französischen linken Wähler steht man ja im Grunde vor einem Dilemma. Auf der einen Seite bietet sich die rechtspopulistische Marine Le Pen an, auf der anderen Seite der neoliberale Emmanuel Macron. Meine Frage dazu, wie groß ist dabei die Gefahr, dass die französischen Linken sich dann dazu entscheiden, ganz bewusst die rechtspopulistische Marine Le Pen zu wählen, alleine um damit das Minimalziel der Linken zu erreichen, im Grunde die Spaltung Europas einzuleiten. Herr Bickert. Also es wird geschätzt, dass etwa 20% der Wähler von Mélenchon, dem Linksextremen, zu Le Pen wechseln werden. Das ist keine Frage, aber die Frage, die sich wirklich spannend ist, was passiert danach? Mélenchon möchte eigentlich eine linke Partei, eine große linke Partei zusammenführen. Also eine linksextrem kann man da nicht sagen, aber auf jeden Fall etwas, was nicht mit der PS von den letzten Jahren zu vergleichen ist, sondern soll schon extrem linker sein. Denn Sie dürfen eins nicht vergessen, in Frankreich gab es ja noch bis zu Mitterrand ja eine kommunistische Partei, die 20% gehabt hat. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich das Denken verschwunden ist. Sind die Wähler verschwunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Mélenchon es schafft, er hat immerhin dort auch eine ziemlich hohe Prozentzahl bekommen, dass er es schafft, solch eine Partei zu gründen. Und deswegen ist er wohl nicht geneigt, jetzt dazu aufzurufen, man soll Mélenchon wählen, weil er nämlich sich sagt, man soll Macron wählen, weil er sich sagt, die Leute müssen an mich glauben und sozusagen meine Abgeordneten jetzt bei der Parlamentswahl wählen. In Baden-Baden, in der Nähe von Frankreich, ist Herr Dürr. Herr Dürr. Ja, guten Tag. Ihre Frage. Ja, ich habe mich so gewundert, dass ausgerechnet in grenznahen Gebieten im Norden und im Osten die flächendeckend Marine Le Pen am stärksten war. Denn das sind ja die Regionen, die am nächsten Europa dran sind. Also beispielsweise bei uns in den Supermärkten, da sitzen manchmal nur Frauen aus dem Elsass. Wenn jetzt die Grenzen wieder dicht gemacht werden, die schießen doch ein Eigentor. Wie kann man sich das erklären, dass die Leute so gegen ihre eigenen Interessen handeln? Vielleicht kann Herr Thibault mir was dazu sagen. Ja, also ich glaube, Sie haben recht. Also in der Tat haben in diesen Grenzregionen relativ viele für den Front National gewählt. Aber wir haben schon, als wir über die Soziologie dieser Wählerschaft gesprochen haben, wir haben auch erwähnt, dass es Regionen gibt, wo eine starke Desindustrialisierung stattgefunden hat, weil es früher viel schwere Industrie gab oder Bergbau. Und dass diese Regionen heute in einem wirtschaftlich sehr schwierigen Zustand sind, wo eine relativ hohe Arbeitslosigkeit herrscht. Und ich glaube, da sind die
Motivation. Das ist eine der wichtigen Motivationen für die Wahl für Marine Le Pen. Und ich glaube, dass diese Aspekte, ich glaube, keiner denkt unbedingt bei dieser Wahl, dass am 8. Mai sollte sie gewählt werden, dass die Grenzen dicht gemacht werden und dass man nicht mehr leckeres deutsches Brot drüben kaufen kann. Hm. Herr Unger in Stuttgart hat eine Frage. Herr Unger? Ja, guten Tag, Frau Mikic. Hallo. Stellen Sie Ihre Frage. Guten Tag, Frau Mikic. Guten Tag an die Runde. Ich habe eine ganz simple Frage. Ich bin ein Frankophiler, um das mal vorab zu sagen. Ja. Und meine Frage ist, was halten Sie von meiner These, dass wenn Monsieur Macron gewinnt, er der französische Gerhard Schröder wird? Kommt Hartz IV nach Frankreich? Ich würde sehr gerne Herrn Wickert bitten, auf diese Frage eine Meinung abzugeben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Unger. Herr Unger, das Interessante ist, dass Gerhard Schröder in Frankreich fast von allen Politikern, außer von Herrn Mélenchon und von Frau Le Pen, als Vorbild genommen worden ist. Das hat Sarkozy schon 2012 gemacht. Und Hollande hat es gemacht. Und ich glaube, dass man es trotzdem nicht vergleichen kann, weil die Reformen anders aussehen. Sie müssen in Frankreich andere Dinge korrigieren als bei uns. Zum Beispiel hat Macron gesagt, ich werde das Rentensystem verändern. Es gibt nämlich im Augenblick 8 verschiedene Rentensysteme und die will er zusammenführen. Es gibt da große Privilegien. Also wenn Sie Lokomotivführer waren, dann können Sie mit 50 schon in Rente gehen. Das heißt, das wird natürlich schon einige Leute irritieren, aber das sind alles Reformen, die meines Erachtens richtig sind. Oder aber dann die Reform der Arbeitslosenversicherung. Junge Leute sagen, wir finden das, was er vorschlägt, gut, denn junge Leute werden jetzt auch einbezogen in diese Arbeitslosenversicherung, selbst wenn sie noch nicht gearbeitet haben. Aber das gibt denen natürlich Hoffnung, dass die Situation, wie sie jetzt ist, auf jeden Fall für sie besser wird. Wir haben noch Zeit, wenn wir sehr schnell antworten, für 2 Fragen. 2 kurze Fragen, 2 kurze Antworten. Frau Bach in Cottbus. Hallo. Ja, guten Tag in die Runde. Eine Frage oder eine Sorge, die ich habe. Wir hoffen von Wahl zu Wahl, dass die Demokratie siegen wird. Und da hätte ich gerne mal eine Äußerung von der Runde. Also ich habe Sorge, dass sie eben sukzessiv abgewählt wird. Ja, die Demokratie, um die müssen wir uns vielleicht noch nicht so große Sorgen machen, aber Sie meinen wahrscheinlich die populistischen Kräfte, die immer stärker werden. Und ich glaube, da muss man tatsächlich sehr viel erklären und sehr viel Pädagogik leisten. Und vielleicht ist diese Wahl ein Weckruf dafür. Ja, herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer daheim, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio. Was ich hier auf jeden Fall feststellen konnte, auf diese Frankreich-Wahl schaut Deutschland wie schon seit lange nicht mehr auf eine Frankreich-Wahl. Sie ist entscheidend, nicht nur für die nachbarschaftlichen Beziehungen, sondern auch, was bei unserem größten Partner innerhalb Europas so vor sich geht. Bleiben Sie uns treu, schauen Sie die Sendungen an. Wir bieten Ihnen sehr, sehr viele bis zum entscheidenden 7. Mai. Und haben Sie noch einen schönen Sonntagnachmittag. Tschüss.